Ja, mei, unsere Gesellschaft, so krank, hey. So krank. Schaffen, schaffen, schaffen. Häusle bauen, heiraten, ist doch eh alles für die Katze. Wenn sie dann verheiratet sind, mein Gott, dann hocken wir aufeinander um, lassen sich scheiden, dann hat man Schulden. Und dann sind sie wieder Zombies. Fährt alles wieder von vorne an. Also ich weiß nicht. Warum ich nicht mehr vorgegangen? Das ist ganz klar, schau dir die Scheiße mal an. Die Leute gehen fort. Lassen sich die Tore voll dröhnen. Saufen sich den Schädel voll. Wissen eigentlich gar nicht, was sie reden. Bloß, dass sie gescheit geredet haben. Die Intelligenz in die Luft aus sie heben. Ja, ich meine, bringt's das? Am nächsten Tag kommen sie gleich home und sind gleich leer. Leer als eine Dose Bier. Und dann machen sie so, dass sie haben es frei. Also ich weiß nicht. Für mich ist das schon lange nichts mehr. Nee, lieber daheim hocken. Viel gescheiter, kann da nichts passieren. Ja, und unsere Medien, ja, was soll ich dort davon halten? Alles Lug und Rauch, Schall und Rauch. Stimmen tut sowieso nichts. Angelogen bist du von vorne bis zu hinten. Schaust die Zeitung, mei, was siehst, hat sich wieder mal an den Fuß gebrochen. Interessant. Wirklich interessant. Als ob es mich interessiert hat, weißt du. Und für das zahlen auch nicht die Leute. Ich kaufe schon seit Jahren keine Zeitungen mehr. Und im Internet, ja. Yeah. Schaut doch der gleiche Trick. Lieber mal einen gescheiten Film anschauen. Aber was ist denn gescheit? Wie ist es denn zu Konami? Ja, soll ich sagen, Waschzwang. Waschzwang. Das gruselt mir halt. Gehen wir mal vor, du siehst die Öffentlichkeit auch. Die Hunger und das Klo so. Und wäschen sich die Hände nicht. Und dann griffen sie den Türgriff an und du solltest rauskommen. Und dann denke ich mir halt, oh, wenn ich das angriff, dann habe ich verdammt Nodli dahin gehabt. Wow, wie gruselig ist das bitte? Ich meine, jetzt sind sie im Einkaufszentrum und unten eh. Eine elektrische Schiebetür an, ich muss ja das Klump nicht angreifen. Da. Kann wenigstens mal einkaufen. Ohne dass man sich grusen muss von diesen Leuten. Ach, ist das ekelhaft.